in der Höhe und in der Breite, in Stockwerken und in Kilometern. Und ständig kommen neue Einwohner. Die einen kommen über die Autobahn, die anderen über die Landstraße, manchmal mit erzwungener Vorfahrt. Einwanderer der zweiten Generation, die wollen nur spielen. Die Stadt ist längst ein großer Zoo. Berlin gilt als artenreichste Stadt Europas. 30.000 Tierarten leben hier. Das Hintergrundrauschen der Autos beruhigt. Und die Häuser geben Schutz. Dieser Mann ist das Begrüßungskomitee. Dirk Ehlert hat richtig Spaß an den neuen Einwanderern. Ja, es sind im Prinzip 5 Arten, die wir in Berlin als die Big Fives begrüßen können. Es ist das Wildschwein, es ist der Fuchs, der Steinmarder, es ist aber auch das Kaninchen und natürlich der Waschbär zunehmend in der Innenstadt. Die Arten haben es längst gelernt, sich im Stadtraum zurechtzufinden. Und egal, wo man sich in der Stadt bewegt, die können ihnen überall begegnen. Wirklich, überall. Mal am Bahnhof, mal vom Taxi. Oder am Bus. Mancher Ureinwohner wundert sich über die neuen Nachbarn. Und die fühlen sich sauwohl in ihrer neuen Heimat. Der Wildtierbeauftragte ist hin und weg. Am faszinierendsten tatsächlich finde ich das Wildschwein. Weil das Wildschwein an sich hochmodern ist, sehr robust, sich unglaublich schnell an Situationen gewöhnen kann, sich nur einstellen kann, häufiger als ich beispielsweise. Und jedes Mal, wenn ich denke, jetzt habe ich es durchschaut, jetzt weiß ich, wie die Wildschweine sich in der Stadt bewegen, merke ich, ich habe noch gar nichts verstanden. Die machen was ganz anderes und jeden Tag aufs Neue. Robust und unberechenbar. So mancher Eigenheimbesitzer kann ein Lied davon singen, beziehungsweise einen Spaten danach werfen. Wütende Wildschweingeschädigte, aufgeschreckte Städter. Dirk Ehlert kommt immer wie gerufen und er fährt zu jedem Tier. An einer Berliner Grundschule soll ein Fuchs sein Unwesen treiben. Eltern und Lehrer machen sich Sorgen. Aber der Fuchs ist harmlos und scheu, traut sich nicht mal aus dem Bau. Und später, wenn es Nacht wird in Berlin, alles ruhig an der Grundschule. Die teure neue Buddelkiste, in ihr soll der Fuchs frühstücken. Tatsächlich, heute gibt's Taube, morgen vielleicht Ratte. Und die Reste landen dann im Sand. Den Fuchs stört's nicht weiter. Die Füchse kennen uns, die haben sich diesen Stadtraum erobert. Die wissen, dass wir so komische Zweibeiner sind, die sich da in der Stadt bewegen. Die kommen ohne oder mit uns ganz gut zurecht. Nun liegt es an uns, so ein bisschen denen den Raum zu geben und auch zu sichern. In der Stadt selber, da sind Tiere zu Hause, waren sie schon immer. Und wir Menschen müssen uns daran gewöhnen, dass wir nicht die einzigen Lebewesen in einer großen Stadt, in einer Millionenmetropole wie Berlin sind. Sie kommen vom Land, die neuen Mitbewohner. Hier gibt's immer weniger zu fressen. Die Agrarindustrie ist der natürliche Feind vieler Tiere. Industrialisierung. Früher in der Stadt, heute auf dem Land. Weite Flächen, öde Agrarsteppe. Immer weniger Tümpel, Hecken und Wälder. In den Städten dagegen ist der Tisch reich gedeckt. Die Tiere haben schnell gelernt. Die Tonne umkippen, das Feinste rausfischen. Mülltonnen. Das sind Supermärkte für Tiere. Allein 5000 Wildschweine fühlen sich wohl in Berlin. Die Tiere sind längst nicht mehr draußen im Wald. Gebrüder Grimm, das war einmal. Jetzt erobern die Tiere die Stadt. Uns Menschen bleibt nur friedliche Koexistenz statt Angst und Argwohn. Es ist so, dass wir Menschen natürlich die Tiere lieben. Einerseits ist es ja so, dass wir in zoologische Anlagen fahren. Wir fahren raus in den Wald, um die Tiere dort zu erleben und stellen plötzlich fest, dass die Tiere gar nicht mehr im Wald sind, sondern zu uns gekommen sind. Die Stadt als Zuflucht, Betonwüste als Heimat. Eine Großstadt voller Tiere. 800 Waschbären leben in Berlin und 1800 Füchse. Dazu 2000 Marder und mindestens 3000 Kaninchen. Und 5000 Wildschweine. Fast jeden Tag fährt Ehlert auf tierische Tour. Das sieht nicht nach Waldarbeiter aus. Nicht weit davon ein Haufen verdächtiger Äste. Für Ehlert ist die Sache klar. Ein neuer Einwohner. Ein Biber in der Hauptstadt.
Berlin ist eben immer eine Reise wert. Sogar das Kanzleramt hatte schon Biberbesuch. Die Biber kommen natürlich nicht mit der Bahn, sondern die schwimmen. Die kommen vom Norden in die Stadt rein, sind seit fast zwei Jahrzehnten inzwischen stolze Berliner und verbreiten sich auch mitten durch das Stadtgebiet. Über die Spree, über die Havel kommen sie. Eigentlich ist er ja Spandauer, wohnt direkt an der Zitadelle. Eine Gegend für Feinschmecker wie ihn. Einige stört es, dass der Biber in der Stadt vorkommt. Der hat mich eine kleine Schwäche. Er hat mich eine Schwäche für Obstbäume. Und die legt er gerne um. Ich musste letztlich nachher auch bei den Menschen vermitteln, weil durchaus die Menschen in einer Millionenmetropole wie Berlin mit 3,5 Millionen Einwohnern auch, glaube ich, manchmal 3,5 Millionen verschiedene Meinungen darüber haben, wie Tiere in der Stadt zu leben haben. Erst kürzlich ist in Mitte ein Fuchs Fahrstuhl gefahren. Berlin ist beliebt bei allen Tieren. Davon ist auszugehen, dass es mehr Arten geben wird, die noch in die Stadt reindrängen, weil der Landschaftsraum drumherum immer ärmer wird, immer artenärmer. Und dadurch kann es durchaus sein, dass in einer großen Metropole wie Berlin in den nächsten 10, 20 Jahren noch weitere Arten dazukommen, an die wir jetzt noch gar nicht gedacht haben. Und wenn eines Tages der Wolf in der Peripherie von Berlin mal leben möchte, ich hätte nichts dagegen. Früher sagten sich hier Fuchs und Hase gute Nacht. Dann machten sich in Deutschland die Städte breit. Um 1800 lebten nur 25% der Bevölkerung in der Stadt. Heute sind es schon 85%. Immer mehr Menschen leben in immer größeren Städten. 80 deutsche Städte haben schon mehr als 100.000 Einwohner. Und Berlin hat fast 3,5 Millionen. Berlin um 1900. Nach Beginn der Industrialisierung platzt die Stadt aus allen Nähten. Tausende sind vom Land in die Stadt gekommen, der Arbeit wegen. Mietskasernen werden aus dem Boden gestampft. Hinterhof an Hinterhof, Beton bis zum Horizont. Vollgestopft mit Menschen, die sich Besseres nicht leisten können. Die Lebensqualität geht gegen Null. In den Arbeitervierteln herrscht Elend. In dunklen, feuchten Einzimmerwohnungen hausen bis zu 12 Personen. Das Klo im Hof teilen sich oft mehr als 45 Mietparteien. Zusammenleben auf engstem Raum. Man muss sich vorstellen, die Arbeiter waren zunächst einmal in der Fabrik unter ungesunden Umständen tätig. Und zu Hause gab es dann auch keinen Ausgleich, sondern eine feuchte Kellerwohnung. Bestimmte Krankheiten nahmen aufgrund dieser Lebensbedingungen zu, TBC beispielsweise, Bleichsucht und ähnliche Krankheiten. Das war ein großes Problem. Die Menschen sehnen sich nach der Natur, nach einem gesunden Leben. Der Gedanke war auch ein hygienischer, dass nämlich gerade in der Großstadt sozusagen der Kontakt zu den Naturelementen Licht und Luft verloren gegangen ist. Und der Gedanke war, dass der nackte Körper mit diesen Naturelementen wieder in Beziehung tritt. Die Städter wollen raus, an die Luft. Es ist die Geburtsstunde der Freikörperkultur. Ich glaube, ganz wichtig war eben wirklich auch die Sehnsucht nach einer anderen Lebensform, also auch der Enge der Stadt zu entfliehen und eben in Kontakt mit etwas zu kommen, was man verloren hatte oder meinte verloren zu haben, eben genau die Natur. Raus vor die Tore der Stadt. In den 20er Jahren entstehen FKK-Gelände rund um den Motzener See bei Berlin. Hier badet der geplagte Städter seinen Körper in Licht und Luft. Rhythmische Bemühungen unter freiem Himmel. Der Natur nahe sein, dieser Gedanke greift um sich. Es entstehen erste Ideen, die Natur in die Stadt zurückzuholen. Nicht zufällig hat sich ja auch die Gartenstadtbewegung genau in dieser Zeit entwickelt, dass man eben auch versucht hat, städtische Wohnformen zu finden, beziehungsweise halbstädtische oder eben in den Vororten neue Formen des Wohnens zu entwickeln, denen eben die Natur einen ganz anderen Stellenwert erhalten hat. Die erste Gartenstadt entsteht 1906 mitten im Ruhrgebiet, in Essen. Margaretenhöhe heißt die Wohnsiedlung bis heute. Nach ihrer Stifterin Margarete Kropp.
Die Gartenstadt war damals eigentlich modern. Die Gartenstadt, die Idee, kam ja wohl aus England. Aber die Idee ist ja hier modifiziert worden. Sie war einfach im Schwange. Die Kropianer sollen gesund leben. Eine grüne Siedlung für die sogenannten minderbemittelten Klassen. 16.000 Wohnungen lässt Margarete Kropp bauen. In 726 Villen. Schöner Wohnen fürs Volk. Es war sicher damals schon eine Idylle, wenn man das auch misst an den anderen Wohnmöglichkeiten, die ja später entstanden, diesen kasernenstilähnlichen Siedlungen, die Margarete Krupp eben nicht mochte. Und damit war es schon eine Idylle, weil man hier ja jeweils einen Garten hatte. Zu jeder Wohnung gehört ein Garten mit Blumen und Obstbäumen. Die Miete damals zwischen 32 und 42 Mark. Ein Drittel günstiger als in der Essener Innenstadt. Trotz modernster Ausstattung. Die Innenausstattung, die vorgegeben war, war eine sogenannte Spülküche, die der Hygiene diente. Sie war eine Kombination aus Badezimmer und Waschküche. Da konnte alles stattfinden, was Dämpfe machte. Und in der Wohnküche, da saß man hygienisch. Und das war die Forderung von Margarete Krupp, nach Hygiene. Und so liegt noch heute mitten in der Industriestadt Essen ein idyllisches Dorf. Mit allem drum und dran. Mit fast allem. Es fehlt das Hähnekrähen, nicht? Es fehlt das Muhen der Kühe und so fort. Aber dadurch, dass die Nachbarschaft auf jeden Fall einprogrammiert ist, Nachbarschaft ist ein wesentlicher Punkt im Dorf, dadurch hat es was Dörfliches und das Bewusstsein der Leute, diese Abgrenzung, das hat sowas wie ein Dorf, auch wenn es kein echtes ist. Ein Dorf mitten in der Stadt. Damals ein revolutionäres Konzept. Heute wohnen noch 15% der Deutschen auf dem Land. Tendenz weiter fallend. Niemand muss mehr neben seinem Acker wohnen. Vieles hat sich überholt. Aber es gibt sie noch, die Landidylle. Nicht nur in Zeitschriften. Wie prägt das Leben auf dem Land die Menschen? Wie schauen sie in die Welt? Was unterscheidet Landbewohner von Stadtbewohnern? Eine wissenschaftliche Studie soll Antworten geben. Ich bin Traute. Ich bin auf dem Land groß geworden. Und ich wohne auch heute noch auf dem Land. Und das Leben in der Stadt? Was macht die Stadt mit den Menschen? In Berlin leben fast 3.900 Menschen auf einem Quadratkilometer. In München sogar 4.400. Viele Menschen auf wenig Raum. Gedränge, Lärm, Gestank. Macht die Stadt krank? Macht sie Kopfschmerzen? Oder macht sie nur ein dickes Fell? Kann man das Stadtleben in den Köpfen sichtbar machen? Welche Spuren hinterlässt das moderne Großstadtleben im Gehirn? Ich bin Manon, ich bin in der Stadt aufgewachsen und ich wohne auch heute noch in der Stadt. Zwei Frauen, zwei Lebenswelten. Beide Frauen nehmen teil an der neuen Studie. Am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Hier wird nach der Stadt im Kopf gesucht. Landbewohnerin Traute und Stadtbewohnerin Manon sind zwei von 32 Teilnehmern. Als erstes werden sie medizinisch durchgecheckt. Ohrringe, Haarspangen,